Und hier ist die Hundeanlage. Ne? Wir sind hier in den Bergen. Und ja, die anderen Beteiligten sind Kinder, die werden nicht aufgenommen. Ich war noch vorher in Migros, hab dann noch mal ein bisschen hier Futter gekauft. Und auch da eine der Humpelt, hingefallen. Salam alaikum. So, jetzt werden wir hier reingelassen. Mal sehen, wie viel da noch ist. Oh, jetzt ist eine richtig große Anlage, ist das hier. Und ja, der kleine. So, Futter haben wir jetzt mal abgestellt. Hier sind auch kleine drin, habe ich gehört. Eben, da waren ganz eine Stimme hier. Oh Mann. Also hier sind wie gesagt auch muslimische Frauen, die wollen auf den Videos rauf, ne? Das ist verständlich. Nicht mit. Und hier. Da. Gehen wir mal lang hier so. Die Anlage. Hier. Da sind noch welche. Da sind welche. Muss ich nachher noch alles richtig schneiden, ne, weil ich habe teilweise jetzt, ne, von da sind wir jetzt reingekommen, ne, das hier oben in den Bergen die Anlage und hier, das sind richtig liebe Tiere. Also hier ist noch viel größer alles, ne, und da noch eine große Anlage. Hier, also eine richtig große Hundezwinganlage auch. So hier. Alles voll. Hier sind Pferde und hier Esel. Ne? Die sind wirklich liebebedürftig, die Hunde hier. Aber man kann ja nicht alle hier aufnehmen, alle Hunde. So, jetzt mal ein Blick hier hoch, damit man mal sieht, wie groß das hier ist. Und hier hinter dieser Zwingerreihe, ist da hinten ist noch eine Zwingerreihe. Also, das sieht sehr, sehr nach die Hilfe, also wir brauchen Hilfe. Ne? Und hier auch wieder ein Pferd. So, hier hinten sind Pferdeboxen. Hier, wo die Esel und Pferden wohl reinkommen, auch über Nacht. Na, eine kann sie auch draußen schlafen. Aber jedenfalls sind da hier. Ist noch was da. Hier eine Anlage, hier die vor Ort, die muslimische Frau hier, die spricht gut Englisch und bloß hier aufgenommen werden will sie nicht, kann man verstehen. Also die brauchen schon Hilfe, die brauchen Leute, die sich mit den Pferden beschäftigen, die brauchen Leute, die sich mit Nonnen beschäftigen, die auch ein bisschen Ahnung davon haben. Ne, hier, oder, na gut, mit Liebe kann man vieles machen und wenn man Liebe dafür hat, kann man sie auch hier reinfummeln in die ganze Geschichte. Ne? Und sie brauchen Unterstützung hier mit Futter, Tierarztkosten und dergleichen. Diejenige Person, die jetzt die man jetzt interviewen kann, die auch hier Deutsch spricht, die ist jetzt leider mit dem Hund beim Tierarzt. Ne? Ist jetzt nicht vor Ort. Ja, da muss man nochmal schauen, dass man mal ein Video kriegt, also mal ein Interview kriegt, so dass ich dann hier entsprechend hier euch die richtigen Daten reingeben will. Denn ich kann mir vorstellen, wer das hier alles sieht, der hier öffnet auch sein Herz und ist auch bereit, hier ein bisschen zu helfen. Ne? Wo ist die Hilfe? Wie soll sie konkret erfolgen? Und da muss ich ein Interview zu machen. Ne? Da hat er so schön IA gemacht. Hier. Naja. Also wie gesagt, Esel, Pferde, Hunde. So, jetzt hier mal ein Beispiel hier für einen Hund, der zu Hause unbedingt braucht und sucht. Das ist eine 8 Jahre alte Hündin. Ne? Und wer jetzt sagt, okay, dieser Hund gefällt mir. Ne? Man sieht ihr an, hier sind so richtig traurige Augen. Und wer nimmt mich mit? Das ist die Hündin Hanem, 6 Jahre alt. Die ist hier auch total unglücklich. Und wer Interesse hat für diesen Hund, sollte wissen, Hanem
hat eine erblich bedingte Krankheit. Ihr mit Parasiten muss jeden Tag eine Tablette nehmen. Ne? Aber ihr seht jetzt hier, da ist eine Reihe Hundezwinger, da ist eine Reihe Hundezwinger und da ist eine Reihe Hundezwinger. Und so wie ich gesehen habe, alles voll. Da ist eine junge Frau aus Norwegen, die arbeitet hier als Volunteurin, ehrenamtlich hier in ihrer Freizeit, beschäftigt sich ansonsten mit den Hunden, mit den Pferden. Und hier die Hunde. Als wenn die beiden sagen, nimm mich mit, lass mich nicht hier, nimm mich mit. Hier, Pferdeboxenanlage, guckt mal nach oben. Also ist ganz schön groß schon die Anlage und viele, viele Tiere hier. So, Pferde sind hier auch noch, hier hinten. Und hier ist eine Katzenanlage. Hier sind Katzen drin. Also hier ist eigentlich ohne Worte. Ne? Hier sind die Planen ein bisschen runter, weil die Katzen ja hier quasi die volle Sonne haben. Ne? Ist gut. Das Pferd ist richtig angekommen mit dem Kopf. Ja, hier nebenan sind Kühe und Ziegen. Ja, hier macht er wohl ein bisschen hier Milchviehwirtschaft, der Bauer hier drüben. Aber wie gesagt, diese Tieranlage hier mit den Katzen, Hunden und Pferden, Eseln, ne? So wie sie schon sagte hier, das ist hauptsächlich, werden hier Arbeitskräfte gebraucht auch, ne? Weil die müssen gefüttert werden, die müssen gereinigt werden, also die Boxen, die Unterkünfte müssen sauber gemacht werden. Und das macht sie ja nicht von alleine. Und da fehlt es eben auch, ne? Hier jetzt hier die Katzen. Sind die schön? Ganz viele. Oh, die sehen schön aus, ne? Schwarz, weiß, rot. Ja, getigert, ne? Der sieht doch cool aus hier. Schön. Ach, ein Hengst. Der auch ein bisschen Probleme hatte und der dann aufgenommen wurde hier. Und jetzt hat er sich wieder rausgemacht. Ne? Und ja. Also ihr habt ja hier das Bild, wie groß diese Anlage ist, wie viele Tiere hier sind. Und hier sind zurzeit nur hier drei Frauen, ne? Drei Frauen, die hier die Arbeit verrichten, ne? Und die das hier alles managen. Und Arbeitskräfte werden hier en masse gebraucht. Also wer so hier da Faible für hat und sagt, okay, ich mach da mit. Und wenn man bloß hier hochfährt und dann hier mal einen Tag so 2 Stunden macht, da hilft man den Damen hier und den Tieren auf jeden Fall. Ist das ein Pferd? Das ist ein Esel, ein Maultier, ne? Esel. Aber pass auf, bei den Eseln, nimm mir bitte Hände, ne? Hier, ja, das weiß jetzt ein Pferd, ja. Das ist ein Schimmel, ne? Und hier, pass aber auf mit deinen Fingern damit, ne? Nicht, dass sie zuschnappen. Nicht im Maul halten, ne? Du weißt nicht, hier. Ne, du kennst die Tiere nicht, ne? Musst aufpassen. Also, wenn ich hier, sobald ich hier, Erreichbarkeiten habe, hier E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder hier Kontonummer, ne? Werde ich das reinstellen. Und wer jetzt hier Lust und Liebe hat, hier diesen Leuten hier, die sich hier um diese Tiere kümmern, ne? Man sieht es ja schon an der Größe der Anlage. Hier ist kein Geld verdienen. Hier ist nur Arbeit reinstecken und Selbstaufopferung, ne, für die Tiere. Also, ne, wie gesagt, Hilfe ist gebraucht, nötig in Form von Arbeitskraft. Hilfe ist nötig in Form von Materialien, so wie die Wellbleche und so eine Anlagen, dass man so überdachte Anlagen hier machen kann, dass die Tiere hier auch bei Witterungsunwidrigkeiten, hier im Sommer bei der Hitze, im Schatten, hier bei
Kälte hier vernünftig hier im Stall untergebracht werden können. Und dann, wie gesagt, hier so viele Tiere, die fressen ja auch jede Menge. Ne? Und auch wenn die Wasserpreise hier nicht allzu hoch sind, hier kostet auch Geld. Und Durst, so viele Tiere haben auch Durst. Ne? Und dann Tierarztkosten. Ne? Denn hier ist es sowas wie eine Tiernothilfestation. Hier werden viele, viele Tiere hergebracht, die irgendwo im miserablen Zustand aufgefunden werden. Und die bringt man hierher, um das aufpäppeln mit Hilfe vom Tierarzt, mit Hilfe von Medizin. Das kostet alles. Ne? Die haben den gerade rausgeholt und ihr seht, was die für Arbeit machen. Aus dem Mülltonne. Dieses Ding rausgeholt gerade. Aus dem Mülltonne. Ach, das ist doch pervers. Wie kann man so einen Hund in eine Mülltonne stecken? Ne? Und diese Dame holen das. Ne? Crazy, verrückt. Das sind auch alles Geschöpfe, genauso wie wir. Das ist doch barbarisch. Zum Abschied nochmal ein Bild hier von diesen Hunden hier, in dieser Zwinger. Freilaufgehege, ne? Und wer jetzt so Interesse für Hunde hat und noch was sucht. Also ich glaube, die Leute hier, die sind froh über jeden Hund, der abgenommen wird und in gute Hände kommt, ne? Also sind nicht alle hier so total friedlich und lieb, ne? Es sind auch einige bei, die brauchen noch Anschluss zur Erziehung, aber viele, viele sind hier lieb. Ne? So, dahinter der hier, dem zweiten Freilaufgehege von der Hunde, dahinter, ne? Da ist auch nochmal Pferde und die Esel. Also das gehört nochmal dazu, ne? Seht ihr mal, wie groß das alles ist, wie viele Tiere hier sind. Tja, jetzt hat sich die Aufregung ein bisschen gelegt, die Hunde sind ein bisschen ruhiger geworden. Ne, hier, und man sieht es ja schon, ein bisschen ruhiger alles, ne? Die Aufregung hat sich gelegt. Hier sieht man jetzt, hier von dieser Anlage aus, hier, dieses Panorama. Dieses Panorama hat man hier. Ist das da?